Hallo Freunde, heute machen wir was Tolles mit Marshmallows und mit Nutella. Ich lege in diese Schüssel 35 Marshmallows hinein. Man kann es aber auch mit 5 oder mit 10 machen. Aber wir verarbeiten heute etwas mehr. So, 35 Stück haben wir jetzt. Von diesen weißen, flauschigen Marshmallows. Lecker. Jetzt packen wir das Ganze in die Mikrowelle. Auf einer starken Stufe müsste eine Minute lang reichen. Oh, das ging ja schnell. Schaut mal, es sieht aus wie Rasierschaum oder sowas ähnliches in der Art. So, ich tue da jetzt bei Esslöffel Nutella rein. Und solange die Marshmallows warm sind, müsste sich sehr gut mit Nutella vermischen lassen. So sieht das Ganze momentan aus. Ist sehr süß. Ich denke, ich tue noch einen Esslöffel Nutella rein. Also auf 35 Marshmallows 3 Esslöffel Nutella. Weiter geht's mit dem Rühren. Momentan sieht das noch sehr klebrig aus. Und ich bin selbst gespannt, ob da draus was wird. Jetzt sieht das so aus. Aber immer noch nicht gut genug. Wir machen weiter. Hier, ein Löffel voller Zuckerwatte. Beiß mal rein. Ich probiere ein Stück. Es schmeckt sehr interessant, aber gut. Ich knete das jetzt mit den Händen weiter, damit es etwas schneller vorangeht. Es fühlt sich noch sehr warm an. Schaut mal, was daraus geworden ist. Es sieht nicht nur cool aus, sondern es schmeckt auch sehr gut. Mit der Kombination aus Marshmallows und Nutella kann ich alle möglichen Formen machen. Ich ziehe und strecke das so, wie ich das gerade haben will. Und ich könnte daraus einen Schoko-Weihnachtsmann oder einen Osterhasen aus Schokolade draus machen. Ich werde jetzt was formen und ihr erratet es. Ich kann wirklich gut daraus was formen, sodass man es leicht erkennen wird. So, der Körper ist jetzt dran. Jetzt brauche ich noch 2 Arme. An wen erinnert es euch? Doppelpies. Genau, sieht man sofort. Tanzverbot. Ich spiele noch ein bisschen damit und ihr könnt coole Experimente abchecken. Bis morgen. Ciao.